Kreative Ideen? Ewig überlegt, was wir daraus machen, und wir haben auch 100 Ideen. Erst sollte es ein Bügelzimmer werden. Schockierende Tatsachen. Er hat es geschafft, mit seinem Gesang Geld zu verdienen. Ja, das muss man auch mal sagen. Es gibt Millionen Menschen, die können gut singen. Und ein ungeduldiger Wendler. Gar nicht, wonach ihr sucht. Jackpot, wir haben doch schon einen Jackpot. Oh, warte, das ist wirklich schön. Komm, du musst es jetzt mal anprobieren. All das und noch viel mehr gibt es in der 13. Folge von Der Wendler und Laura heiraten Sendung. In der letzten Folge sind ja der Wendler, Tochter Alelina und Laura in den USA angekommen, in ihrer Villa, und sind da wieder happy. Und naja, jetzt sind sie schon einige Wochen dort anscheinend, wurden vom Kamerateam in Ruhe gelassen, haben sich wieder eingelebt und es ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Wir haben gestern uns das Jawort gegeben und dann haben natürlich wir schon die ersten Geschenke von unseren Freunden bekommen und eine süße Karte. Und ja, wie süß ist das bitte, ne? Die haben in der Zwischenzeit geheiratet, die haben in der Zwischenzeit geheiratet. Und ja, wie süß ist das denn? Sie haben eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Aber sie haben schon geheiratet? Ja, wenn man einmal kurz nicht hinguckt, zack, vorbei, ne? Sondern wir wollen schon wissen, dass vorher schon standesamtlich wir verheiratet sind. Wenn wir dann die kirchliche Trauung mit Fernsehen dann machen und Freunde und Verwandte. Die kirchliche Trauung mit Fernsehen und mit Freunden und Verwandten. Man weiß, was denen wichtig ist. Ganz aufregend, eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet per, wie sagt man? Per FaceTime oder ähnliches. Und oh mein Gott, wie aufregend, eine Standesbeamtin, habt ihr so auf dem Laptop oder so gesehen? Oh krass, das muss ja mega schön und romantisch und aufregend gewesen sein. Alles andere wurde schriftlich eingereicht und wir waren oder sind seitdem Mann und Frau. Ja, und dann wurde noch ein Zettel eingereicht und seitdem sind sie verheiratet. Ein Traum. So wünsche ich mir das auch irgendwann mal. Also die Situation hier in Amerika ist ja ähnlich wie die in Europa. Wir sind leider noch in der Corona-Zeit und die ganzen Publix-Ämter, die haben auch geschlossen. Ja, die haben alle geschlossen, kacke. Und uns trifft es besonders hart, wir konnten da nicht richtig heiraten. Ja, okay, anscheinend haben sie noch standesamtlich geheiratet, hätte man jetzt auch drauf kommen können, aber ich war kurz schockiert und sie haben es dann irgendwie doch durchgezogen. Mit der Unterschrift unter der Heiratsurkunde nimmt Laura den Namen von Michael an und darf sich damit nun offiziell Frau Norberg nennen. Also nimmt sie ja eher den Namen von Claudia an, aber hey, wir wollen da ja jetzt nicht zu penibel sein, ne? Laura erklärt dann aber auch, dass sie unbedingt auch den Namen ihres Mannes annehmen wollte. Das davon träumte sie schon als Kind und es ist der Name ihres Mannes und sie wird auch so heißen wie ihr Mann. Und dann regt sich kurz ein bisschen darüber auf, wie Claudia sich immer anstellt. Und wir sind sehr glücklich mit der Entscheidung. Also, wir haben da überhaupt gar kein Problem mit. Letztendlich ist es nur ein Name. Letztendlich ist es ja nur ein Name. Da sollte Claudia jetzt auch mal nicht so einen Aufriss dauernd machen. Weil sie ihr wirklich die hat vorher richtig erzählt, wie wichtig ihr es ist. Und dann selber, oh, die Claudia, das ist nur ein Name. Soll die mal chillen? Ja, naja, aber Claudia ist auch irgendwann aus dieser Villa da ausgezogen. Und deswegen kann Laura da ein bisschen mehr anfangen mit dem Raum, den Claudia offen gelassen hat. Da drüben ist ja das ehemalige Zimmer von Claudia. Wir haben natürlich schon ewig überlegt, was wir daraus machen, und wir haben auch 100 Ideen. Erst sollte es ein Bügelzimmer werden. Wir haben 100 Ideen, was wir mit diesem Raum machen, und man denkt sich so voll, wow, was haben die für Ideen, was wollen die da machen? Wird es ein Pianozimmer? Wird es so ein richtig kreativer Outputzimmer? Wird es ein Bügelzimmer? Wow, das ist aber mal krass gut gemacht, so einen Raum dafür zu nutzen. Sondern da ich ja weiß, dass Micha das alles ausgesucht hat, weil Micha hat einen mega Geschmack. Also für einen Mann, muss ich wirklich sagen, hat er wirklich einen... Für einen Mann hat der Michael Wendler wirklich einen guten Geschmack. Also muss ich schon sagen. Ja, weil es ist ja auch bekannt, Männer haben generell eigentlich immer einen Scheißgeschmack. Und Frauen bestimmen, was schön ist. Das ist so. Und da hat der Michael immer richtig reingeklotzt. Ich liebe gegenseitigen Sexismus. Auszeichnung, ich bin natürlich super stolz. War zwar damals noch nicht an seiner Seite, aber... Ja, und sie war bei Michaels Auszeichnung nicht an seiner Seite. Sie war wahrscheinlich bei den meisten noch nicht mal geboren, aber... Okay. Er hat es geschafft, mit seinem Gesang Geld zu verdienen. Ja, das muss man auch mal sagen, es gibt Millionen Menschen, die können gut singen. Und dann gibt es Michael Wendler, der es nicht so gut kann, aber richtig Schotter damit kriegt. Und das ist ganz schön traurig. Ich glaube, ich sollte auch mal eine Platte aufnehmen. Wer weiß, vielleicht werde ich super reich. Wer weiß, Leute, wer weiß. Naja, ein bisschen Content muss aber trotzdem noch in die Folge rein. Und deswegen geht's zum Brautjungfernkleid aussuchen, Tag, Shop. Was laber ich da? Ist schon klar, wir gucken das an. Heute werden wir ein Brautkleid kaufen. Nee. Nein? Heute werden wir ein Kleid für Adi aussuchen, denn sie soll wunderschön aussehen. Wow. Wow, das Kleid gefällt mir. Das nehmen wir. Wir können den Landrecht wieder verlassen. Ich glaube, der Wendler hat Bock. Der hat bestimmt Bock. Ja, ich würde mich schon freuen, wenn sie vielleicht kein Schwarz trägt. Das ist ihre absolute Lieblingsfarbe und sich vielleicht für ein Kleid entscheidet, das ein bisschen Farbe hat. Ja, auch ein seltsames Zeichen als Tochter, bei der Hochzeit des Vaters mit einer neuen Frau schwarz zu tragen. So wie, jo, das ist jetzt hier vorbei, das wird nichts mehr. Das ist halt das falsche Signal, ne?
gar nicht, wonach ihr sucht. Jackpot, wir haben doch schon ein Jackpot-Kleid. Das ist wirklich komm, du musst es jetzt mal anprobieren. Ja, scheinbar wird der Wendler langsam krass ungeduldig. Ich meine, die haben eigentlich halt gesehen, er fand schön. Was sucht die noch weiter? Warum sollte es da noch was Besseres geben? Ja, und dann sollte sie es mal anprobieren. Ready? Ready? Go! Sorry. Typisch Laura. Sie brüllt durch die Gegend und... Sorry, das wollte ich nicht. Ja, aber jetzt gucken wir mal wirklich, wie Adelina aussieht. So fucking cool. Boah, ich find's so toll, ne? Oh, mein Gott, es sieht so mega aus. Das Kleid ist an sich nicht hässlich, aber sie ist aber auch ein bisschen, so ein bisschen, also das sieht so aus, als ob sie nichts trägt von der Farbe her, vom Hautton und alles, oder? Ja, aber der Wendler war auch sofort überzeugt. Ich meine, sie hat nur einen Arm rausgestreckt und der hat schon gejubelt. Wie gesagt, der hat Bock aufs Einkaufen. Noch eine schöne Kette kaufen. Aber Papa, mit einer Kette ist es nicht geholfen. Das ist nicht meine Farbe. Ich sehe das sehr blass aus. Eine Kette rettet es bestimmt. Michael Wendler hat Geschmack, wie wir heute gelernt haben. Und dann weiß er das genau. Eine Kette rettet es wirklich. Und wenn sie ihre Haare tönt? No way! Statt ein passenderes Kleid zu suchen, können sie doch einfach mal die Haare tönen. Also, Mensch, wie soll sich mal jetzt nicht so anstellen, ne? Warum haben die denn eigentlich mitgenommen? I like the green one. Yeah. We can try. Gott, ist das Kleid hässlich! Wurde nicht eben erzählt, dass der Wendler Geschmack hätte? In welcher Welt lebt Laura, wenn die sowas... Nein! Na, Adeline probiert sie aber trotzdem noch durch ein paar Klamotten durch und am Ende hat sie dann, glaube ich, doch ein ideales Kleid gefunden. Okay, dann Schatz, dann nehmen wir das Rote. Na? Okay. Ja, das wird nämlich nicht mehr anprobiert, jetzt einfach noch vorgehalten. Sieht ganz okay aus, zack, was soll der Geiz? Und dann wird er jetzt mitgenommen, das Rote. Okay, das steht für die Liebe. Es ist bei einer Hochzeit okay, für die Liebe zu stehen. Die Liebe zum Geld. Naja, der Shopping-Trip ist natürlich irgendwann auch vorbei gewesen und die beiden kehren dann wieder zurück in ihr Haus und haben aber noch ein Haus, was sie anscheinend in einer anderen Doku-Soap schon renoviert haben und da gibt es so ein kleines Problem. Ist eigentlich ganz schön geworden. Dann haben wir 2 Wochen hier gewohnt und festgestellt, dass wir doch nicht hier wohnen wollen und sind dann auf eine verrückte Idee gekommen, nämlich das Haus abzureißen und neu zu bauen. Ja, wir haben das Haus komplett renoviert, richtig viel Geld reingesteckt. Gefiel uns dann doch nicht, wollen wir jetzt abreißen. Mein Gott, der hat's anscheinend, ne? Vor ein paar Folgen noch, oh, ich habe so viele Steuerschulden, aber der hat's. Folgt nun aber noch eine wundervolle Führung durchs Haus und ich muss sagen, ich glaube, Laura wird keine Maklerin in ihrem Leben werden. Und die Lampen, guckt euch mal bitte die Lampen an. Das sind Diamanten. Echt? Natürlich. Was redest du da? Die Lampen sind Diamant. Mega sympathisch, diese Frau. Ja doch. Remodeln, wie man will. Es ist noch von 1972 und es bleibt einfach alt. Und guck mal, ich bin auch von 1972. Ja, Wendler, du bist auch von 1972 und man kann dich remodeln, wie man will. Du bleibst einfach alt. Und Laura so, naja, ich mag alte Sachen. Naja, das Kamerateam hat sich aber auch irgendwann gelangweilt und die Regie hat gemeint, komm, macht noch irgendwas Spannendes. Und Michael denkt sich so, ja, wir haben noch spannende Sachen zu tun, legen wir los. Aber wir haben noch ein paar Sachen zu tun, ne? Wir müssen jetzt noch die License aufs Boot kleben. Ja, wir haben einiges zu tun. Die License müssen wir noch aufs neue Boot. Das neue Boot. Merkt ihr was? Wenn ihr Hass gerade spürt, da ist er. Ich weiß warum. Das neue Boot. Was denn? Oh, das ist so scheiße. Oh, ich kack ab, ey. Michael, dann kauf dir doch auch kein Boot, wenn du da keine License draufkleben kannst. Oder, Moment, bist du kein Promi? Du kannst auch einfach Leuten sagen, hey, mach das mal bitte, ich bin ein Promi. Dann wäre das Problem auch gelöst. Aber, naja. Hast du mal ein Lied geschrieben? Der letzte Captain? Yes. Das muss jetzt RTL einspielen. Der letzte Captain. Der letzte Captain. Aha, danke dafür. Ja, und damit endet dann auch schon wieder die Folge. Gott sei Dank, also. Leute, wir haben nur noch 2 Folgen vor uns. Da heiraten sie wahrscheinlich nicht. Toll, dann hat die ganze Doku-Soap ja richtig was gebracht. Und wir hatten trotzdem unseren Spaß bisher, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt den ganzen Kram, der hier jetzt eingeblendet ist und was ihr zu tun habt und was ihr nicht zu tun habt, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.